Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Bist du da, Helga? Jo, was denn los? Die ist immer da. Ich mach mir so Sorgen um meinen Enkel Johannes. Wieso? Der geht nicht mehr raus. Der sitzt nur noch in seinem Zimmer rum. Jo, Mensch. Was? Das ist heutzutage. Kenn ich aber auch. Also, wir hatten damals auch einen Kumpel, der saß wirklich 2 Jahre lang permanent nur drinnen an seinem PC und hat WoW gezockt. Wirklich die ganze Zeit nur. Bis der sich dann mal Hilfe gesucht hat und über seine Sucht hinwegkam. Und dann von meiner Cousine, der Sohn, der ist auch nur noch permanent drin an Fortnite-Zocken. Ach so. Das ist doch nicht normal. Die Kinder und Jugendlichen heutzutage, die kannst du doch alle in eine Tonne treten. Helga! Symbolisch, nicht in echt. Weil da kriegst du ja Ärger. Jetzt in den Kiel. Also, wenn du keinen Ärger kriegen würdest, würdest du es machen. Okay, verstehe. Und morgen Kind auf dem Spielplatz gesehen? Hab ich nicht gesehen. Die hängen alle zu Hause an ihren... An ihren hier. Gut, ich muss sagen, im Winter sehe ich selten Leute auf dem Spielplatz, aber das ist wohl vollkommen normal. Bei den wenigen Schnee, der da fällt. Wie heißt das? Tamagotchi. Oder an ihren hier. Game Boy. Game Boy. Walkman. Hören Walkman. Ja, hören. Ich wollte gerade sagen, ich spiele auch immer Walkman, ganz normal. Wer hört denn Walkman? Wer hat denn sowas noch? So einen richtigen klassischen Walkman. Ey, ist bestimmt geil, noch sowas rumliegen zu haben. Ich habe bestimmt auch noch meinen alten irgendwo im Keller, aber ja, Kassetten findest du heute nicht mehr. Ihren dunklen Zimmern. Das ist doch nicht normal. Das ja, ist die Generation Moriani. Was haben wir früher draußen gespielt? Von 8 bis 19 Uhr sind wir nur draußen gewesen. Das wird so ein Kind heutzutage. Von 8 bis 19 Uhr? Wann waren die in der Schule? Ja, aushalten. Das wird defekt gehen. Von der vielen Sonne. Wir waren nur draußen. Barfuß. Sind wir durch die Brennnesseln gelaufen. Oh, das hab ich nicht gemacht. Ich bin noch nie durch Brennnesseln einfach so gelaufen. Zumindest nicht absichtlich. Bären, was haben wir für Brombeeren gepflückt? Und guck doch mal in die Freibäder, Morian. Nix los da. 23 außen, 25 Wasser. Aber nee, dem Gör ist das zu kalt. Oder sie haben eine Chlorallergie. Bei uns war das Wasser immer nur 19 Grad, Alter. Manchmal sogar nur 16. Das war... Naja, es war angenehm. So was gab das doch früher nicht. Ich hab das Chlorwasser früher immer getrunken. Ich hab mir das abgefüllt in 5 Liter Flaschen und mit nach Hause genommen, weil wir kein fließendes Wasser hatten. Dann nehme ich Chlorwasser aus dem Schwimmbad mit oder was? Da würde ich nur irgendeinen Fluss gehen und das Wasser nehmen, auch nicht aus Chlorwasser. Nur ein bisschen Chlor. Und hat mir das geschadet? Nee, bin ich irgendwie... Ja. Komisch geworden. Ja. Hat mir das Chlor geschadet. Die hängen nur noch mit ihrem Nokia zu Hause rum und chatten bei ICQ. Und fett sind sie. Wer nutzt denn noch ICQ? Gibt's das überhaupt noch? Ich glaube, das gibt's noch, ja. Aber mal ehrlich, wie viel Prozent nutzen das noch von der Weltbevölkerung? 2? ICQ war damals echt geil, aber heute, naja, ich glaube, das nutzt kein Schwein mehr. Auch alle. Aber man muss auch mal ein bisschen, Fall auf Nokia, ICQ. Von McDonalds muss man die schützen. Nee, früher war einfach noch ein bisschen, war einfacher. Also früher war auch McDonalds besser. Also ich muss auch sagen, bei den Happy Meals, die Spielzeugauswahl ist heute echt schrecklich. Früher gab es wenigstens mal Pokémon-Figuren oder sowas. Oder Actionfiguren aus irgendwelcher Serie. Heute kriegst du immer nur irgendwelche Pappe zum Zusammenbasteln. Das ist total... Jedes Mal, wenn ich an den Schaukasten vorbeigehe, denke ich mir, was ist das für eine Scheiße? Das ist total bekloppt. Auch dieses ganze neue System bei McDonald's hasse ich sowieso. Mit dem Bestellen, auf dem Bildschirm warten, bis deine Nummer dran ist. Die vergessen immer die Hälfte bei mir. Für die Kinder? Was meinst du? Wenn die Kinder heute irgendwo Ball spielen, gibt's doch gleich Ärger wegen Lärmbelästigung. Das stimmt. Lass es doch mit dem ollen Ball spielen. Was gibt's denn Schöneres als Kinder, die mit dem Ball spielen? Eine Doppelfolge Rosenheimkopf. Was für Ding? Nee, du hast schon recht. Der Spielplatz gegenüber vom Bärbel Hübner. Ja. Der hat jetzt Öffnungszeiten. Willkommen in Deutschland. Das wir haben aber auch schon lange einen Spielplatz hier. 2 Spielplätze, wenn man das eine als Spielplatz ansehen kann. Die Öffnungszeiten haben. Wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, ein Spielplatz mit Öffnungszeiten? Wer fährt denn hier mal bitte her und schließt das Ding um 20 Uhr zu? Im Sommer 22 Uhr oder 21? Aber es kam wirklich immer jemand und hat das Ding zugeschlossen. Das Problem ist, bei den einen Spielplatz war der Zaun nur so hoch, du konntest einfach drüber springen. Was gibt das doch auch nur in Deutschland? Öffnungszeiten für einen Spielplatz. Überleg doch mal, früher war alles besser, ich sag's dir. Da konnten wir Kinder von einem Grundstück zum anderen rennen und einfach da im Garten spielen. Heute gibt das gleich eine Anzeige. Oder hier, in Klaasbüttel. Ach, die Geschichte. Da bauen sie jetzt einen Spielplatz ab.
weil den Anwohnern das zu laut ist. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Pass mal auf. Ich pass auf. Hat die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen hat eine Umfrage gemacht in verschiedenen Ländern und die Leute gefragt, für wie kinderfreundlich sie ihr eigenes Land halten. Oha. Sieger. Aber das ist doch wirklich so. Wie ist denn das bei euch, zumindest in so einer Kleinstadt oder dorfmäßig? Großstadt wird es bestimmt anders aussehen. Die Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die sind doch heutzutage wirklich einfach, es ist einfach nicht mehr da. Es gibt ja kaum, zumindest bei uns gibt es keine Jugendclubs mehr, es gibt ja einfach nichts mehr. Also sitzt man halt lieber drin und zockt, also ich zocke ja auch lieben gern. Gut, im Sommer bin ich lieber mit dem Fahrrad unterwegs, aber sonst, so Winterzeit bin ich meistens halt nur am Zocken. Dänemark. 90% der Leute halten ihr Land für kinderfreundlich. Ich will gar nicht jetzt nur Deutschland. In Deutschland 1%. Oh, nur 15%. Na ja, war ich ja nah dran. Ihr Land als kinderfreundlich. Ja, da würde ich auch lieber zu Hause bleiben und Gameboy spielen. Ist das nicht traurig? Weißt du, was traurig ist? Sag mal. Das Restaurant Schipperhus in Dierhagen an der Ostsee. Hausverbot für Kinder. What the Kindern fuck? Den Zutritt. Unglaublich. Stell dir mal vor, dass das Restaurant würde ich auch boykottieren, Alter, aber volles Rohr. Machen sie mit Rentnern. Oh ja. Rentner haben da jetzt keinen Zutritt mehr. Ja, dann wäre das Geschrei aber groß. Aber mit Kindern kann man's ja machen. Also bevor wir immer hier auf die Kinder schimpfen, müssen wir Erwachsenen vielleicht auch mal gucken, ob wir vielleicht nicht doch irgendwas falsch machen. Ich vermisse schon fast die Klingelstreiche. Nee. Ach doch. Da bin ich ganz Hattest du damals so ein Mann, wer hat denn nicht Klingelstreiche gemacht? Wir sind früher sogar von Tür zu Tür gerannt und haben geklingelt und gesagt, ja, guten Tag, Ihre Pizza ist da. Und die haben alle so, hä, was für eine Pizza? Ich habe gar nichts bestellt. Und ich immer so, doch, Sie stehen aber auf der Liste. Ihre Pizza ist Salami. Das war immer so geil. Und wenn jemand runterkam, sind wir schnell weggerannt. Schlimmes Erlebnis. Oh Gott. Da kommt so ein Gör zum dritten Mal Klingelstreich machen zu mir. Ich stehe oben mit dem Eimer Wasser. Oha. Das Gör klingelt. Ich nehme den Eimer Wasser, halt den über das Gör. Ja? Rutsch er mir aus der Hand. Aua! Auf das Gör. Ohnmächtig. Wie geht's dem Kind heute? Was, ohnmächtig? Das Kind oder der Eimer Wasser? Läuft ein bisschen schief, aber sonst gut. Läuft ein bisschen schief? Alter, kriegst du einen Eimer Wasser auf den Schädel? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und was passiert? Du läufst ein bisschen schief. Naja, kommt vor, wenn so ein Eimer geflogen kommt. Ja, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Hackbällchen mit Tomatensauce. Kann ich nicht. Hast du doch Probleme Bällchen, mit dem Hack, sich oder? Auf und dann mit den Bällchen, kommt die das Hack in meinen Rachen Lunge und dann kommen, oder? Krieg ich Akne von. Ja, dann gute Besserung. Guck das! Die lösen sich auf ihren Rachen und da krieg ich Akne von! Was ist los? Genau, das war bis jetzt das Beste, Alter! Da krieg ich Akne von, weil sich so flüssig und ins Rachen läuft! So geil! Das gibt's nicht! Das kannst du keiner erzählen, Alter! Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus!